Die kanadischen Behörden haben das Verfahren zur Auslieferung der chinesischen Geschäftsfrau Meng Wanzhou eingeleitet. Die Managerin des Telekommunikationsunternehmens Huawei wurde Anfang Dezember in Kanada festgenommen. Der oberste Gerichtshof der Provinz British Columbia werde sich mit dem Fall auseinandersetzen, hieß es aus dem kanadischen Justizministerium. Die Vereinigten Staaten werfen Meng vor, gegen die US-Iran-Sanktionen verstoßen zu haben und fordern ihre Auslieferung. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, man verlange von Kanada die sofortige Freilassung und Ausreise Mengs. Es handle sich hierbei um einen ernsthaften politischen Vorfall.